Das Wetter weiß im Moment auch nicht, was es will. In der Früh ist es um die 0 Grad oder es liegt Schnee wie gestern. Und am Mittag, Nachmittag haben wir plus von 16 bis 18 Grad. Aber trotzdem, wenn die Sonne draußen ist, dann lockt es einen in den Garten raus. Da muss man irgendwas tun. Mit den Beeten habe ich noch nichts vor. Da fange ich erst April mit an. Aber was ich gesehen habe, das Unkraut weg bei den Erdbeeren, die ich letztes Jahr als Ableger eingepflanzt habe. Und das werde ich heute mal rausmachen. So wie diese Pflanze schauen natürlich nicht alle aus. Aber irgendwann muss man mal anfangen, das Kraut hier rauszumachen. Ich versuche es am besten komplett mit Wurzeln rauszureißen. Dann kommt es nicht mehr so schnell nach. So, und das war jetzt die erste. Ja, auch hier ist eine Erdbeerpflanze versteckt. Hier hat das Unkraut schon die Oberhand im Garten. Ja, und teilweise sind die ersten Blüten schon dran. Na, dann sieht man, hier ist tatsächlich eine kleine Erdbeerpflanze, die jetzt wieder Licht bekommt und Luft und wenn es regnet, Wasser. Die ersten 40 Pflanzen habe ich das Unkraut entfernt und jetzt kommen die nächsten 40. Aber da melde ich mich dann wieder bei euch, wenn ich fertig bin, weil ich denke, das ist recht langweilig, hier zuzuschauen. Jetzt sind auch die letzten zwei Mini-Hochbeete bis oben hin befüllt. Alle 5 Mini-Hochbeete sind jetzt voll im Einsatz. Auch die Hochbeete, die großen, waren schon fertig. Die Erde wurde rausgenommen und mit Kompost aufgefüllt. Ich habe aber noch eine Schicht gute Hochbeeterde oben drauf gemacht. Das meiste dieses Jahr wird sich hier in den Hochbeeten abspielen. Ich werde versuchen, dieses Jahr mal Mischkulturen zu machen. Dieses Hochbeet habe ich über den Winter mit einem Bändchengewebe abgedeckt, nachdem ich es aufgefüllt habe. Heute habe ich das Bändchengewebe runtergemacht und mindestens 30 kleine Schnecken gefunden. Ich lasse das Bändchengewebe jetzt unten.
Auch in diesem Hochbeet werde ich noch eine dicke Schicht Pflanzerde reinmachen, bevor die Pflanzzeit da ist. Hier bei den Beeten im Garten direkt habe ich noch nicht viel gemacht. Alle Beete, die leer waren, haben etwas Gartenkalk bekommen, damit der pH-Wert wieder steigt. Bei den Beeten rechts von mir habe ich auch gesiebter Kompost mit reingemischt. Abgedeckt wurden sie nur, weil die Erde jetzt locker worden ist, damit ich nicht so viel Kot rausnehmen muss. Aber es pressiert auch hier noch nicht. Vielleicht mache ich das Bändchengewebe überall wieder raus, weil auch hier werden wahrscheinlich na, geht sogar. Ich denke, dass die Schnecken im Hochbeet vom Kompost kommen. Einige von euch werden sich wundern, dass ich kurzarmig mit Sommerhut hier im Garten arbeite. Es kommt daher, wir haben heute den 22. März, 15.30 Uhr und haben immer noch eine Temperatur, da wo die Sonne scheint, von 26 Grad. Hier auf den Beeten hinten im Garten ist kaum noch Schatten vorhanden. In ein paar Wochen scheint die Sonne über den ganzen Garten. Erst dann werde ich mir eine kleine Planung zurechtlegen. Meine große Planung, was das Gemüse betrifft, ist ja schon gemacht. Hier hinten, wo die Beete ziemlich groß sind, wächst ja jetzt schon der Knoblauch. Hier kommt auch die Steckzwiebel rein, Stuttgarter Riesen und noch eine rote Sorte. Hier werde ich auch die Karotten reinmachen. Dieses Jahr werde ich viel probieren mit Mischkulturen, aber hauptsächlich vorne in den Hochbeeten. Wir befinden uns im Erdgeschoss, da hier mal früher ein Laden drin war in dem Gebäude, sind noch ein, zwei Schaufenster übrig geblieben. Die nutze ich jedes Jahr für meine Pflanzenanzucht. Am Fenster hinten stehen die zwei Jakons und drei Schalen mit Gemüse. Die großen schwarzen Schalen davor. Hier kommen die Pflanzen rein, die schon größer sind, die ich aber nicht ans Fenster stellen möchte. Und genau darüber befinden sich zwei LED-Lampen zur Pflanzenaufzucht. Die ersten Pflanzen sind nun eingezogen in meine alte Werkstatt. Auch wenn draußen die Sonne nicht scheint, ist das Licht, da wo die Pflanzen stehen, doch ziemlich wenig. Ich habe mal so ein Messgerät, so ein Lux-Messgerät. Da waren wir bei 1020. Also relativ wenig. Deshalb habe ich ja diese Lampen hier montiert. Schaut recht komisch aus, weil die Pflanzen jetzt alle rote Blätter kriegen.
Aber wenn wir jetzt mal hier drunter gehen, überhalb der Pflanzen haben wir, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, zwischen 7.000 und 8.000. Und hier in dem Bereich 6.500 Lux. Die Pflanzen bekommen das Licht, was sie brauchen. Gesteuert wird das Licht über eine Zeitschaltuhr. Ich werde jetzt, solange das Wetter nicht so besonders ist, mal 16 Stunden anlassen. Ursprünglich wollte ich ja von Pflanzenlampen nichts wissen. Sie verbrauchen ja doch eine Leistung von 49 Watt. Aber wenn man sieht, wie gleichmäßig die Pflanzen wachsen, es ist noch viel Platz hier auf dem Tisch, wo ich was hinstellen kann. Aber die Säe- und Pflanzzeit hat ja erst begonnen. Manche Pflanzen, denen es zu warm wird hier in der Sonne, kommen in den kälteren Raum, wie die Tomaten. Die sind oben im Wohnzimmer, da habe ich ständig so um die 20, 22 Grad. Die ersten Sämlinge gehen schon auf, man sieht schon. Wenn die Pflanzen ein bisschen größer sind, kommen sie ins Gästezimmer. Und auch da werde ich so ein Kunstlicht dann hinmachen. Gestern habe ich im Gartenmarkt Kompost geholt. In den Beeten war auch noch eine dünne Schicht Kompost drüber gemacht, die ich bei Gelegenheit mit dem Dreizack unterheben möchte. Oder mit dem Rechen, mal schauen. Heute nicht. Es ist ein saumäßig kalter Wind. Vor 2 Tagen mit dem T-Shirt rumlaufen und mit dem Sommerhut. Jetzt haben wir ungefähr plus 8 Grad, aber dem Wind nach, dem kalten, könnte es auch wieder 0 Grad sein. Es wird auch noch kälter, es soll morgen regnen. Und am Montag sollen wir sogar noch mal Schnee bekommen. Und deshalb werde ich jetzt hier in diesem Garten nicht viel machen. In diesem Beet wächst ja mein Winterkopfsalat. Er hat den Winter überlebt. Einige Pflanzen habe ich schon herausgenommen und ins Tomatenhaus gepflanzt. Der Elefantenknoblauch ist auch ein ganzes schönes Stück gewachsen. Jetzt kommt sogar noch die Sonne ein bisschen raus. Man kann es ja kaum glauben. Auch der Knoblauch im Hochbeet Nummer 2 ist anständig gewachsen. Über Knoblauch brauche ich mich dieses Jahr nicht beklagen. 2,5 Beete, das sollten reichen. Und das sind meine Salatpflänzchen im Mistbeet. Ja, und unter uns, das sind die Radieschen, die neu angepflanzt wurden. Bei der Kälte, wo wir heute haben, werde ich gleich wieder einen Deckel zumachen. Und das, was hier wächst, das kennt ihr auch noch. Das ist ein Überbleibsel vom Herbst. Die Radieschen. Sie wachsen auch noch. Man kann sie sogar schon essen. Und auch hier auf der linken Seite von den Radieschen habe ich Kopfsalat angepflanzt.
der hintere linke, haben sich wahrscheinlich schon die Schnecken geholt. Aber Opfer bringen muss man jedes Mal.